Hi Leute, was geht ab? Hier spricht wieder euer Random Life und ich habe heute die Lisa und den Cliffhanger. Den Cliffhanger dabei. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ich kann nämlich kaum was sehen. Ich drehe am besten mal die Kamera, das ist sicherer, oder? Vergessen werde. Warte mal, ja. Als wir diesen Berg darunter sind, wo dieser rote Pfeil war in diesem Bunker. Ja! Und da wieder hoch! Da will ich nochmal hin. Boah, da will ich nochmal hin. Rauchen verboten, Bunker. Rauchen verboten, Bunker. Das war heftig. Ja, definitiv. Rotes Band. So, meine Freunde, also jetzt ganz kurz einmal Konzentration. Mit wem ich unterwegs bin, habe ich ja gerade schon gezeigt. Wir befinden uns jetzt mitten in einer deutschen Großstadt. Und schaut mal. Okay, wir haben leider ein bisschen zu viel Vegetation im Vordergrund. Sonst hätte ich euch mal hier den Blick über die wunderschöne Stadt gezeigt. Wo wir sind, werden wir nicht verraten. Mit wem wir sind, habe ich euch schon verraten. Und wir gucken uns heute einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg an. Das ist eigentlich eher ein Luftschutzstollen, der umgebaut wurde als Uferlagerung. Und ich hoffe mal, wir waren... Boah, wie lange ist das her, Olli? Drei Jahre. Drei Jahre? Bestimmt drei Jahre. Ja. Vor drei Jahren waren wir mal hier. Ja. Und heute ist das ein Revisit. Damals hatte ich noch keinen YouTube-Account. Und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Und niemand, der hier spazieren gehen würde, würde erwarten, dass es hier zwei Bunker gibt. Und dann noch welche mit so einer bewegten Vergangenheit. Ich schlage vor, bevor ihr herausfindet, wo wir sind und wo diese Bunker sind, melde ich mich kurz vom Eingang wieder. Also bleibt dran, wird spannend. Lisa, geh mal da durch. Leute, hier würde niemand erwarten, dass hier eine Bunkeranlage ist, oder? Olli, was denkst du? Eigentlich sehr ungewöhnlich, oder? Das ist Nummer 1. Oh, da ist er schon! Lisa, da ist er schon! Ein Stückchen weiter runter ist Nummer 2. Okay, gucken wir uns gleich an. Ich würde vorschlagen, Leute. Hier waren wir schon. Geil. Kennst du noch? Hier wohnen Junkies, steht da drauf. Da gehen wir erstmal rein. Machen wir die Videos gleich vom Eingang? Ja. Für TikTok und so weiter. Oh, hier ist das Wasser in meinen Nacken reingelaufen. So Leute, wir sind drin. So. Da ist die Lisa. Hervorragend. Hast du super gemacht. Und jetzt kommt noch der Oliver. Der alte Cliffhanger. Guck mal, ich hätte hier fast gedacht, hier liegt ein Rohr von der Hand, hier Panzerfaust. Und wie ihr wisst, Leute, alle, die mir schon ein bisschen länger folgen, es lohnt sich immer auf den Boden zu gucken. Klar, für die meisten, das ist einfach nur Müll, aber stellt euch vor, das sind Teller mit Inschriften drauf. Dann werden wir heute die Ersten, die das entdecken. Und? Schaut mal her, Leute. Schirnding Bavaria. Was? Schirnding Bavaria. Wir haben hier Porzellan gefunden. Schirnding Bavaria. Hast du, magst du kurz mal googeln, ob du das findest und von welchem Jahr das ist? Hast du noch Empfang? Ich sehe einfach nichts, weil mir voll ins Gesicht läuft. Lisa ist das. Google das mal. Schirnding Bavaria. Jetzt haben wir deinen Pin gesehen, ne? Ich schneide das raus. Da, Schirnding Bavaria. Schau mal bitte, wann das ist. Stellt euch vor, Leute, das ist aus der damaligen Zeit. Dann sind wir die Ersten, die das wahrscheinlich gesehen haben. Und ich zeige euch mal ganz kurz, damit es auch spannend bleibt, was euch noch erwartet. Da, Leute, schaut euch das mal an. Absolut brutal. Das hier ist der Eingang gewesen. Den hat man etwas modernisiert, wie ihr seht. 1980, okay. Also ist nichts Neues, Leute. Entschuldigung, nichts Altes, aber trotzdem, es hätte ja sein können, dass es aus der damaligen Zeit ist. Und hier waren schon die Kabeldiebe, wie ihr seht. Das nennt man Kabelschälen.
Man entfernt ganz vorsichtig das Plastik und dann hat man das freie Kupfer und kann das verkaufen. Und hier, naja, ich möchte das alles gar nicht anfassen, ich möchte das alles gar nicht wissen, was hier ist. Also da sind wir hergekommen und hier geht es in die Anlage rein. Auch diese Anlage ganz, ganz selten entdeckt, auf YouTube noch gar nicht, auf TikTok sowieso nicht. Bedeutet, ich glaube, ich zeige euch heute etwas, was bisher in den deutschen sozialen Medien noch nicht gezeigt wird. Also wir müssen aufpassen, dass wir nichts auf die Linse bekommen. Und hier haben wir die alte Tür, Leute. Und hier, das sieht schon top aus, oder? Mit dem Gestein. Nochmal der Blick zurück. Und ja, wirklich eine massive Tür. Wie gesagt, das ist kein Bunker, sondern es ist eher eine U-Verlagerung. Nicht nur eher, es ist eine U-Verlagerung. Starkstromkabel, teilweise schon durchgemodert, mit einem Stahlummantelung. Hier in einem Rohr verlegt. Und schaut euch mal an. Das ist schon geil, ne? Hier sehen wir die Leitung, die mit einem Stahldraht befestigt wurde, damit man die auch Spannung halten konnte. Die wurde dann da dran montiert. Hier sehen wir die Abdrücke des Bohrers, des Werkzeugs, um den Stollenvortrieb voranzutreiben. Sieht man ziemlich genau, oder? Da. Ja. Oh, und wie schön das ist. Da sieht man sogar noch ein Bohrloch. Das bedeutet, das ist hier eine kleine Nische. Hier hat man wahrscheinlich Geräte, Werkzeuge oder Maschinen eingelagert. Vielleicht war es aber auch der Bunkerwart, der die ganze Anlage dann auch bewacht hat, beziehungsweise nachgeschaut hat, wer hier rein und rauskommt. Gibt es zweimal das Ganze. Hier liegen fette Stahlplatten auf dem Boden, eine Babytoilette. Wunderschön. Und hier ein schönes Detail. Hier war die Beleuchtung drin. Ich mache mal das Licht ein bisschen dunkel. Und überall kommt das Wasser durch das Gestein. Bah. Eine klasse Anlage, Leute. Und Oliver sagte, es gibt noch eine zweite davon. Ich bin gespannt. Und riesig. Da geht's lang. Hier oben haben wir das Kabel und die Beleuchtung. Hier war sogar eine große Lampe drin. Überlegt mal, hier wurde gebaut damals. Starkstromkabel wieder. Also hier war wahrscheinlich ein Generator drin, hier in diesem Bereich. Den konnte man dann schließen, damit es nicht zu laut wurde. Das könnte eventuell für Werkzeug. Ich hätte erst gedacht, vielleicht für einen Wasserbehälter, aber das passt dann hiermit nicht. Übrigens hier alte Bakelit-Fassung. Alte Kabel, nach so einer langen Zeit noch da. Ein Traum, Leute. Das ist wirklich schon bemerkenswert. Ich habe die Anlage damals mit ganz anderen Augen betrachtet. Heute, als ich mich mit der Geschichte noch viel mehr befasst habe, was U-Verlagerungen sind, wofür sie waren, hat das nochmal eine ganz andere, ja, ich habe ganz andere Eindrücke, die ich hier gerade sammle. Und hier, ob es wirklich ein Generator war oder nicht, oder eine Maschine, die man rein und raus schieben konnte, das weiß ich nicht, aber schaut mal hier, das sieht auf jeden Fall so aus wie Führungsschienen, kann also einiges sein. Lampenfassung. Hier noch die Abdrücke der Verschalung. Und schaut mal, wie weit das geht. Aber wir gucken uns erstmal hier die Anlage an. Und können hier ein Rohr auf dem Boden erkennen. Mal gucken, ob das reingeht. Nee, ist einfach nur aufgestellt. Ein Raum. Und hier sehen wir noch, hier kommt das Starkstromkabel an.
Und hier war die Unterverteilung. Da kam das unten rein und wurde dann hier weiter verzweigt. Mal gucken, ob wir hier irgendwas auf dem Boden erkennen. Eine alte Dose. Das ist ein Keramikpropfen. Häufig ist es ja so, dass die Jahreszahlen auf den Flaschen drauf standen. Hier sehen wir irgendwelche Glasröhrchen. Vielleicht war hier auch Chemie ansässig. Und hier wurde irgendwas hergestellt. Und nach unserem letzten Bunker haben wir halt auch festgestellt, dass es sich auf jeden Fall mal Isolatoren, jetzt habe ich das Wort gefunden. Leute, manchmal ist das echt komisch. Man benutzt Wörter, die man 100 Mal schon mal benutzt hat. Und dann, wenn man so ein Video macht, dann fallen einem die auf einmal nicht mehr ein. Und das ist schon deutlich besser geworden. Aber manchmal habe ich das immer noch. Also, wenn ihr eine Idee habt, wofür diese Glaselemente waren hier. Die sind an beiden Seiten offen. Hier ist es gewölbt. Dann lass es mich mal wissen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Spannende Anlage jetzt schon. Puh. Sauerstoffgehalt geht so, aber nicht schlimm. Und hier, da waren die Kabel drin, damit die geschützt waren. Genau. Wieso liegen hier immer Strumpfhosen in den Bunkern, Leute? Habt ihr eine Idee? Upsala. War ein abgesperrter Raum. Schalter abgeschlagen hier. Weiß gestrichen, damit man nicht so viel Licht benötigte. Leider viel Graffiti mittlerweile, den hatten wir damals nicht. Da oben war wahrscheinlich irgendwas dran. Da ist das Kabel. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein Bohrer oder irgendein anderes Gerät dran montiert war. Hier liegen auch ganz viele Backsteine, das bedeutet, die können ein Fundament gewesen sein. Stellt euch mal vor, wir finden hier noch irgendwas, weil hier irgendjemand aus der damaligen Zeit was versteckt hat. Ob hier Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, weiß ich leider nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Was hier produziert wurde, weiß ich leider auch nicht. Deswegen, also wenn ihr hier aus dem Bereich kommt und eine Ahnung habt, was hier damals produziert wurde, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst es uns wissen. Hier ist ein Anschluss für Wasser. Wieder Porzellan. Eine Kappe. Eine Endkappe. Und hier haben wir ganz viele von diesen Rohren wieder. Das könnten wieder die Kabeldurchführungen sein. Aber sonst haben wir nichts. Eklige Beschmierung an den Wänden, das tut mir echt leid für die Anlage. Ich meine, die kann jetzt nicht sprechen oder so. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, gehen wir zurück. Und dann gehen wir auch links. Hier haben wir noch ein schönes Detail. Und hier haben wir eine... Ja, das wird wahrscheinlich Wasser gewesen sein hier. Das wird wahrscheinlich Wasser gewesen sein. Pfütze. Leider kaputtgeschlagen. Hier hat man sich so ein Knicklicht dran gemacht, damit man weiß, wie man wieder rauskommt. Ich finde ja, wenn man schon solche Sachen braucht, dann sollte man solche Erkundungen nicht unbedingt machen. Aber naja. Irgendwie auch nachvollziehbar, oder? So, hier sehen wir das Stahlseil. Das geht einmal bis da hinten hin, zu Lisa und Olli. Das konnte auch gespannt werden, indem man hier die Schraube weiter nach hinten gezogen hat. Hier die Fassung hat man, warum auch immer, rot gestrichen. Und wir gehen hier weiter. Hier links sind nur eklige Schmierereien. Die wollen wir uns nicht angucken. Und manchmal... Ich bin ja jetzt nicht unbedingt der Minentyp, ich habe ein, zwei Minen gemacht, aber gibt es halt auch so ein paar
Sedimente, Gesteine, die nochmal ganz anders aussehen, manchmal auch glänzen und glitzern. Das sieht schon verdammt gut aus. Das hier scheint ein bisschen Lehm zu sein. Dass das Ding jetzt einstürzt oder so, da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Das gibt es schon so lange. Und der Stein sieht auch nicht so aus, als ob er jetzt runterkommen würde. Sauerstoff ist jetzt super. Da gibt es nichts zu meckern. Das sieht relativ neu noch aus. Und hier waren auch Wände eingezogen. Ihr seht den Backstein auf dem Boden. Und auch wie gesagt, immer auf den Boden gucken. Irgendjemand hat mal gesagt, wir finden das Bernsteinzimmer. Danach gesucht habe ich noch nicht, aber ich habe gehört, das Bernsteinzimmer soll irgendwo in Österreich sein. Und nicht, wie gesagt, nicht wie viele denken in, wie heißt es denn, in Polen beim Riese, Verlagerung Riese. Da glaube ich auch, ich glaube, man hat das versucht wegzubringen und hat das irgendwo in Oberösterreich, hat man das verbuddelt. So, hier hat man auch die ganzen Bohrlöcher. Schaut mal, die gehen richtig tief. Boah, stellt euch mal vor, wie wir hier noch das sprengen. Also ich glaube, hier wurde gar nicht gesprengt, sondern hier hat man dann auf eine andere Art und Weise den Stollen nach vorne getrieben. Aber ich glaube nicht, dass man hier gesprengt hat, oder? Was meint ihr? Leute, warum müsst ihr hier sprühen? Nennt mir bitte den Grund. Wenn, dann macht doch richtig schöne Graffitis. Aber nicht einfach hier Reese. Und wenn ihr schon Peace schreibt, dann schreibt es bitte richtig. Oder hier. So unnötig. So unnötig. Was meint ihr? Wurde hier gesprengt? Oder hat man den Stollenvortrieb anderweitig gewährleistet und vorangetrieben? Auch hier wieder die Befestigung für das Stahlseil, das hier nicht mehr vorhanden ist. Auch hier. Ich bin ja ein Kind der 80er. Und damals hatte man ganz frisch diese Halogenleuchten an zwei Seilen. Und die konnte man aufspannen. Vielleicht kennt ihr die noch. Nochmal der Blick zurück. Auch hier nochmal zwei schöne Details. Und hier, schaut mal, hier muss was richtig Fettes gegangen haben. Was richtig Schweres. Hier haben wir noch die Fassung und die Unterverteilung. Das Kabel wurde komplett abgenommen. Also ich weiß nicht, findet ihr das gut? So eine Anlage, die ist ja relativ leer, aber die Geschichte dahinter finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend. Dass es ja halt als Uferlagerung diente, dass die Menschen gearbeitet haben, teilweise 10, 12 Stunden Schichten. Es ist wirklich alles noch völlig gut vorhanden. Schaut euch das mal an. Richtig gut. Nochmal auf den Boden, ob wir hier irgendwas finden. Da vorne geht es immer noch weiter. Hier oben haben wir wieder die Lampen, die Beleuchtung. Hier unten haben wir Kabel auf dem Boden. Interessant ist, dass es rot ist. Alter Jutesack. Wie gesagt, da kann alles drunter drin sein. Schaut euch mal an, wie groß das ist. Scheint hier schon fast weiß gesprüht worden zu sein. Ja, weiß wurden Sachen immer dann gestrichen, wenn man mit wenig Licht viel sehen wollte. Und hier gibt es anscheinend einen ehemaligen Zugang zu der Anlage. Oder aber
ich schon wieder einen Zugang zu einem verschlossenen. Schaut mal, Leute, da hat man sich wirklich versucht durchzugraben. Ich guck mal, ob wir hier Empfang haben. Wir haben hier keinen Empfang. Das bedeutet, im Zweifel, Leute, geht es hier hinter noch weiter. Auch hier hat man schon versucht, sich durchzugraben. Metallplatte hat man weggehauen. Alter Schwede. Stellt euch vor, es geht da weiter. Das ist doch wohl krank. Alter, vielleicht haben wir jetzt den zweiten Bereich gefunden. Aber schaut mal die Tür. Da haben wir eine Schraube. Aber dahinter ist, glaube ich, auch. Ja, dahinter ist auch einfach nur Itongstein. Und wir haben nur eine Schraube. Das bedeutet, wir kriegen das Ding sowieso nicht weg, wenn wir das aufschrauben. Wieder mal ein spannendes Bauwerk, das heute nicht alle seine Geheimnisse preisgeben wird. Es bleibt also spannend. Und wir haben nach über 80 Jahren im Zweifel immer noch Bauwerke, wo wir Dinge finden können, Leute. Hier sind überall diese Bohrlöcher. Mega Bohr, mega Anlage, mega spannend. Ich bin mal gespannt, ob Olli und Lisa die hier genauso spannend finden wie ich. Es gibt ja Leute, die finden Anlagen aufgrund ihrer Größe, ihres Aussehens spannend. Und es gibt Leute, die finden einfach die Geschichte dahinter ultra interessant. Oder auch diese Gesteinsformation. Oh, jetzt ist der Boden hier sogar nicht plan. Und rutschig ist er noch dazu. Und da vorne haben wir anscheinend auch noch eine Tür. Hier ist der ganze Schutt links und rechts ab. Oder nur rechts abgelegt worden. Ein Blech. Weiteres Blech. Da muss man echt aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht. Und hier ist auch zu. Auch hier hat man sich versucht rein bzw. rauszubuddeln. Aber das geht, glaube ich, zur Straße. Die Frage ist nur, wo der andere Weg hingeht. Vielleicht finde ich ja einen Plan im Internet. Okay, das ist auch modern. Gehen jetzt einmal zurück und den Rückweg werde ich nutzen, um den GoPro-Akku zu wechseln, aber nicht bevor ich euch hier nochmal den Blick in diesen Bereich zeige. Hier nochmal die Lampenfassung. So, GoPro-Akku gewechselt, also man muss schon ein bisschen geschichtsinteressiert sein, wenn man sich für Lampenfassungen und Kabel interessiert, als einzige Relikte in so einem Bauwerk, aber das bin ich und ich glaube, ein Großteil meiner Follower und auch die, die mir noch nicht folgen und trotzdem meine Videos schauen, auch dafür großen Dank, weil auch ihr tragt dazu bei, dass dieser Kanal wächst und wächst. Schaut euch mal an. Also gibt genug Leute, die sich für die Hinterlassenschaften aus der damaligen Zeit interessieren. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, euch diese Sachen auch zu zeigen. Und am liebsten immer Leute, Sachen, die ihr auch noch nicht kennt. Das ist natürlich am schönsten für euch, aber auch für mich. So. Wow, das war tief. Und das sind hier diese Arbeitsstollen. Und hier ist überall noch die Beleuchtung. Das ist schon wirklich spannend. Hier haben wir noch einen Eimer oder sowas. Und ich glaube, wenn die beiden da vorne stehen, dann dürfte ich jetzt auch fertig sein mit der Begehung. Korrekt? Und? Nein, nicht so euers, ne? Ja, ihr seid zu verwöhnt, ne? Ja. Ja, wie ich euch gesagt habe, also die einen interessieren sich halt für die Bauwerke und die anderen für die Geschichte. Und ich zeige euch die Geschichte dahinter. Und ich würde sagen, geh mal zurück in den nächsten. Du hast den Pin. Alles klar, Brody von Todi.
Dann würde ich sagen, gehen wir aus dieser wunderschönen Anlage raus und ich melde mich dann von das Gebiet erkunden und hier muss man wirklich aufpassen, denn das Gebiet oder das Gelände ist abschüssig, es hat geregnet. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht runtergleiten und uns vielleicht sogar noch verletzen, denn da unten ist ein Bach, aber das schaffen wir schon. Schaut euch das mal an, mitten unter einer Brücke ist das Ding hier einfach mega. Also, wir nehmen wieder keine Kosten und Mühen auf uns. Ne, keine. Wir nehmen jede Kosten und Mühen auf uns, um euch die Bunker zu zeigen. Also, hier kommt ja kein normaler Mensch lang. Also, es war total gut getarnt vor den alliierten Luftangriffen. So, da oben ist der Mond. Ja, gleich kommt noch der Wolf und dann sind wir hier auf jeden Fall. Und schaut mal, hier finden wir schon den Handlauf, damit man hier nicht ins Wasser fällt, in den reißenden Strom. Schaut euch das mal an. Alter Schwede. Also auch wieder gar nicht so ungefährlich. Hier das erste Indiz, eine Belüftung, dürfte also nicht mehr so weit sein. Okay. Eine zweite, wo man so reinkommt. Also wir haben zum Glück einen Kontakt. Adrian, dankeschön für diesen Pin und für die Info. Da kommen wir nicht rein, ne? Da sind wir zu dünn für. Ja. Alter, ist das steil. Eine Einbuchtung weiter, okay. Hier ist rutschig, Leute. Und alles Hinweise auf die damalige Zeit. Mega, ich bin total aufgeregt. Auch für mich heute neu, das Ding. Hoch oder runter? Olli, hoch oder runter? Das hat den nächste Einbuchtung. Mit unten rein. So. Naja, so ein bisschen Abenteuergeist muss ja dazugehören. Ich bin mal gespannt. Also hier können keine großen Teile gefertigt worden sein, weil es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, diese Sachen wegzutransportieren, wie ihr seht. Das bedeutet, vielleicht wurde hier Fallschirmseide oder was anderes gefertigt. Oh, Hammer! Schaut mal hier. Mega gut, ey. Richtig, richtig gut. Also hier waren auf jeden Fall die gleichen Leute, die hier gesprüht haben und ihr Müll hinterlassen haben wie drüben. Schande über euch. Auch hier wieder so ein Haken. Hier geht's 90. Alter! Das ist ja mal fett. Leute, das ist ja mal richtig gut. Mal gucken, was die beiden sagen. Also, wahrscheinlich ist es für die wieder nur so ein dummes Loch. Aber. Alter! Okay. Das ist ja riesig. Ja, macht wieder Spaß. Dann lernst du auch. Ja, das sehe ich auch, dass das riesig ist. Da haben wir noch wieder so einen Schürhaken. Teelicht. Und. Vor. Da war die Lisa jetzt so häufig nicht dabei und da sagt sie, das ist langweilig. Hier haben wir ein Fundament auf dem Boden. Schaut mal, da wo die gerade drüber laufen.
eine Bohle. Also hier stand auf jeden Fall irgendein schweres Gerät für die Montage. Hier braucht man anscheinend einen Boden, der planbar. Hier waren wahrscheinlich irgendwelche Geräte montiert. Nochmal der Blick zurück, vielleicht auch nochmal spannend, ne? Ich gebe euch nochmal ein bisschen Licht. Leider nur noch 3 Balken. Ich hätte nicht gedacht, dass die Anlage so groß ist. Wir nutzen hier einmal die Gelegenheit, um uns umzuschauen. Das ist feiner Abraumstaub. Sieht schon fast aus wie Kohle, ne? Aber das wird wahrscheinlich was anderes sein. Müll, 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 Müll. Kabel, Abrollungen, alter Flaschenhals. Und hier auch wieder die Bohrungen. Hier fängt sich der Schall, als ob die im Nebenraum wären. Aber es gibt da gar keine Verbindung zu. So. Und hier gab es gemauerten Eingang. Mit Tür, die heute nicht mehr da ist. Ah, deswegen. Schaut euch mal an. Das war doch näher, als ich dachte. ...1939. Schaut mal, natürlich nachträglich gesprüht, weil die hatten garantiert noch keine Sprühfarbe damals. Das Holz. Mega. Leider nicht zu finden, aber trotzdem immer schauen. Wenn ihr solche Begehungen macht und nehmt euch mich und uns nicht als Vorbild, da kommen wir her, weil wir sind heute mal wieder ohne Helm unterwegs und ohne doppelten Boden. Ja, ich wollte gerade gucken, ob die Flasche vielleicht einen Jahreszahl hat, hat sie aber nicht. So, da geht es noch raus. Den Eingang haben wir ja gerade gesehen. Okay, also Anlage ist in Summe, da steht eine Zahl drauf, eine 0 und irgendwas anderes, was ich nicht mehr lesen kann. In Summe ist die Anlage deutlich kleiner, aber der Produktionsraum ist riesengroß im Verhältnis zu der Gesamtanlage. Das bedeutet, da war damals der Hauptproduktionsraum. Die Frage ist, warum war das hier abgeteilt? So. Schöne Anlage. Wirklich schöne Anlage. Wenn auch klein. So, dann würde ich sagen, für heute sind wir hier in diesem Bereich fertig. Wir haben noch 2 Anlagen, die wir uns anschauen wollen. Aber das Video endet heute hier an dieser Stelle. Deswegen sind wir, die Lisa und der Cliffhanger. Wir sind raus. Wir sind raus. Also von daher, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Random Life. So Leute, wir haben also noch was entdeckt, beziehungsweise der Cliffhanger hat was entdeckt. Was haben wir hier? Das ist die Laufschiene, die früher von hier, vom Eingang, einmal hier entlang ging, unter dem Türbogen rein und durch den Stollen durch. Und damit haben die großen, schweren Sachen von draußen nach drin transportiert. Meinst du, hier wurden schwere Sachen gefertigt? Ja. Weil wir haben ja keinen Zugang direkt, weißt du? Das bedeutet, schwere Sachen hier wegzutransportieren. Weißt du, ob es nicht früher einen Zugang gab? Also, definitiv. Ja. Hier, schwere Träger drin. Mhm. Hier, das sind die ganzen Schienen. Das ist eine Laufschiene mit Kurve, heißt also um die Ecke. Bestimmt in dem Bereich, wo die Steine gesetzt sind. Mhm. 100%. Das bedeutet, es ist alles Relikt aus der damaligen Zeit. Definitiv. Heutzutage arbeitet man nicht mehr mit Nieten. Mhm. Spannend. Also es bleibt auf jeden Fall interessant, was hier gefertigt wurde. Schau, und hier ist noch die schwere Bunkertür. Die ist richtig schwer. Ich will immer noch einen Schatz finden, Leute.
Irgendwann finden wir das Bernsteinzimmer. Irgendwann finden wir das Bernsteinzimmer. Wir sind nah dran. So. Letztes Wort? Aus die Maus. Nein. Letztes Wort? Ich liebe meine Frau. Dann musst du mich fragen, ob ich noch was sagen möchte. Willst du noch was sagen? Ja, ich liebe meine Frau. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich das rausschneide, aber... Vielleicht lasse ich es drin. So, meine Freunde, herzlich willkommen. Zurück zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Heute tatsächlich einen Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Und mal gucken, ob wir hier irgendwo die Möglichkeit haben, in das Bauwerk reinzukommen. Es ist ein bisschen dunkel, deswegen müssen wir ein bisschen schauen, wie wir das am besten machen. Und wenn wir drin sind, melden wir uns doch mal. Andere Seite. So, also herzlich willkommen zu dem neuen Video von Random Life und heute ist die Lisa und der Cliffhanger. Der Cliffhanger dabei. Also wir gucken uns heute einen Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges an. Draußen hat es ganz schön geregnet, ist auch relativ kalt, oder? Ja. Ja. Aber hier drin ist es warm. Also wir werden uns heute den Bunker gemeinsam anschauen. Für mich ist es ein Revisit. Die Lisa war bis jetzt noch nicht hier. Deswegen schlage ich vor, wir trennen uns ein wenig, damit ihr eure TikTok-Videos machen könnt. Jawohl. Und ich zeige euch dann derweil den Bunker. Also viel Spaß in diesem Video. Also da sind wir hergekommen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Nachbarn das mitbekommen, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Bunker offen steht, das sind wir wahrscheinlich nicht die Einzigen, die davon Wind bekommen haben, sondern viele Menschen sind gerade hier auf dem Weg dahin, weil das Bauwerk ist absolut einmalig, denn nicht nur die Struktur, die Backsteine, die wir hier sehen, sondern auch die Geschichte dahinter und vor allem der Zustand absolut einmalig. Wir befinden uns jetzt hier im Eingangsbereich. Es gab insgesamt 3 Eingangsbereiche und hier können wir noch eine alte Tür erkennen, die allerdings schon komplett vermodert ist. Ein altes Tuch und viele Menschen schauen nicht auf den Fußboden und betrachten solche Dinge wie hier diesen alten Hammer nicht. Aber ich habe mir zur Aufgabe gemacht, immer überall ganz genau hinzugucken und dann Dinge zu finden, die womöglich jemand vor mir noch nicht gesehen hat. Wie ihr seht, die Wände sind hier weiß gestrichen. Das hat den Hintergrund, dass man wenig Licht benötigt, um den Bunker zu erleuchten. Und hier sehen wir die Bunkertüren, nicht massiv, die zum Beispiel, das ist nur eine aus Pappe. Und hier können wir die erste Schrift erkennen. Allerdings kann ich es leider nicht erkennen. Und schaut mal, der Bunker war früher verputzt und hat hier so einen Leitstreifen. Oft waren die auch mit fluoreszierender Farbe angestrichen. Hier Türe frei. Upsala, das war der falsche Knopf. Und hier steht Verwalter drauf. Verwalter. Könnt ihr vielleicht auch lesen, oder? Der ganze Boden ist mit einem Lehm, mit einer lehmartigen Masse ausgekleidet. Hier wird wahrscheinlich ein Wasserbehälter drauf gestanden haben. Und hier gibt es noch eine alte Tür mit dem Wort Ordner drauf. Auch hier seht ihr, das ist wirklich nur Presssparen. Die Türen sind schon komplett zermodert. Die Wände scheinen nicht. Wow, Leute, hier ist einfach ein Kamin aus der damaligen Zeit.
Schaut euch das mal an. Sogar noch die Steine sind da drin, um die Hitze zu halten. Keine Ahnung, warum man den getreten hat, den armen Kerl. Die Kohle liegt hier noch. Das ist natürlich einmalig, dass hier der Kamin noch drin ist. Mal gucken, ob wir hier auch irgendwo noch die Abluftrohre finden. Das nicht, aber wir finden hier noch Beschlagteile. Der Sturz ist noch in der Tür. Auch hier wird wahrscheinlich vielleicht das Buch zum Eintragen, wer gekommen ist, wer gegangen ist, dass man immer einen guten Überblick hat. Und schaut mal, ein riesengroßes Bauwerk. Abfall und Auswurf, stecke ein, hoppala, rauchen und drängeln lass sein. Also nochmal, Abfall und Auswurf, stecke ein, rauchen und drängeln lass sein. Boah, schaut mal hier, Verbandsraum. Und 13, da wird sich die Emily drüber freuen, aber die guckt ja meine Videos nicht. Die ist gerne mit drauf, aber die hat, glaube ich, noch nie eins meiner Videos geguckt. Hier abgesetzt, oben weiß. Und wie gesagt, wir haben hier die Wandfarbe weiß, damit man wenig Licht benötigte. Das ist natürlich insbesondere wichtig, wenn man hier einen Verbandsplatz hat, der dann auch häufig benutzt wurde als Operationsraum. Hier nochmal der Blick zurück. Und hier haben wir den ersten Schutzraum. Ich mache mal ein bisschen heller. Heute übrigens unterwegs mit der Olight Marauder 2. Keine Werbung an dieser Stelle. Ich benutze sie selber, habe sie auch selber bezahlt, diese jedenfalls. Zu den Aborten, also zu den Toiletten. Und hier war auch nochmal, stand was, das sehen wir aber nicht mehr. So, lasse Treppen und Gänge frei, andere wollen auch vorbei. Und hier gibt es einen Paragraph, zweimal. Also es gibt eine Luftschutzverordnung, 28 Seiten lang, und da wird ganz klar definiert, wer in Bunker darf, wer nicht rein darf, wie man sich zu verhalten hat, welche Strafen es gibt, und die Strafen waren bis zum Tode. Also wenn man sich hier nicht so verhalten hat, wie das Regime es damals wollte, dann ging das halt bis zum Tode. Zu den Aborten, lasse Treppe und Gänge frei, andere wollen auch vorbei. Zu den Aborten, aber ich schlage vor, wir gehen hier lang, weil die anderen sind auf der anderen Seite und alles voller Lehm. Oh, hier hat einer Wheelies gemacht im Bunker. Schaut mal. Normalerweise waren ja immer Bänke an den Seiten. Das kann ich hier nicht erkennen, aber was ich erkenne, sind die alten Kabelleitungen, Kabelführungen. Aber die Kabel haben sie hier demontiert. Wunderschön, oder? Ich mache mal ein bisschen mehr Licht, weil das Bauwerk ist wirklich schön. Und schaut mal hier, der Bunker in diesem Bereich war für Mutter und Kind. So, und ich höre Lisa und Oliver. Hier vorne. Das bedeutet, ihr seht also, man hat hier die Möglichkeit, das Bauwerk quasi ringmäßig zu erkundigen. Und das scheint hier auch wieder ein Sanitätsraum, ein Verbandsraum zu sein, ähnlich wie wir den gerade gesehen haben, weil die Bunker waren immer nach demselben Muster aufgebaut und Lüftung etc. war redundant. Hier zum Beispiel war höchstwahrscheinlich ein Waschbecken, das ist der Wasseranschluss und da ist der Ausguss. Und da sehen wir tatsächlich auch noch die Vorkehrung, direkt an die Wand montiert. Entbindungsraum, Leute. Hier wurden tatsächlich während der Luftangriffe Kinder entbunden. Das ist natürlich, das ist Geschichte, Leute. Das ist einfach unvorstellbar. Ne, das war der Vorraum und hier waren dann die Mütter drin, die entbunden haben. Leute, stellt euch das einfach mal vor. Ja, eure Frau ist hochschwanger, 9. Monat.
Draußen herrscht der Krieg. Ihr wisst gar nicht, wie es weitergehen soll. Wahrscheinlich ist ein Geocache hinter, oder? Oder? Schicken, warum das da drin ist. Und eure Frau, ihr seid vielleicht sogar an der Front, muss dann hier in so einem Bunker Schutz finden und aufgrund des Stresses entbindet sie dann hier in so einem Bunker. In diesem Raum. Vielleicht mit mehreren Frauen gleichzeitig. Unvorstellbar, oder? Also wirklich. So, lasse Treppen und Gänge frei. Andere wollen auch vorbei. So, das ist eine Gasschleuse, wo wir uns gerade befinden. Ich merke es auch an der Temperatur. Hier ist ein weiterer Zugang zu dem Bunker. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob der offen ist. Hier scheint es jemanden gegeben zu haben, der da drauf geschossen hat. Das Wasserrohr. Gasdrucktür. Und jetzt sind wir wieder in dem Bauwerk drin. Links finden wir die Entbindungsstation, den Verbandsraum. Und jetzt zu den Aborten. Da vorne kommt der Olli, die befragen. Okay, da vorne ist ein Symbol, welches ich euch nicht zeigen möchte. Ich möchte euch aber dieses Bassin zeigen. So, warte ganz kurz. Ich drehe mal. So, meine Freunde, und was sagt ihr? Ja, schön. Warte kurz. Lisa, komm mal her. Und so, und meine Freunde, was sagt ihr? Schönes Gebäude. Gebäude? Ja. Du warst schon lange nicht mehr unterwegs, ne? Ich war schon drin, es ist immer noch so schön wie vorher. Ja, also Lisa, müsst ihr wissen, wir waren früher jedes Wochenende 2 bis 3 Mal unterwegs und mittlerweile kommt sie A nicht hinterher, ne? Ja. Und sie hat irgendwie auch verlernt, vor der Kamera zu sprechen. Ja, ich bin schüchtern. Du bist schüchtern geworden. Ja, macht ja gar nichts, ne? Also, wir gucken uns noch ein bisschen um, oder? Machen und wir. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles genau. Klar. Klar zum Fotos schießen. Alles klar, ihr Süßen. Ne? Schön. Süß die beiden, oder? Aufnahme. So, also da sind die beiden jetzt gerade lang gegangen. Hier vorne ist ein alter Tisch. Ich denke, der ist aber aus der Nachkriegsnutzung. So, das Verlassen des Luftschutzbunkers vor Entwarnung ist verboten. Hier finden wir einen Wasseranschluss. Das Rohr, das wir gerade gesehen haben, geht durch den ganzen Bunker. Die Leute mussten natürlich auch trinken. Das werden wahrscheinlich hier so Auffangbehälter für Wasser gewesen sein. Ich hätte am Anfang gedacht, die sind nicht aus der Zeit, aber dadurch, dass sie hier drunter stehen, werden die wahrscheinlich aus der Zeit sein und der wird höchstwahrscheinlich mal hier gestanden haben. So, hier haben wir auch wieder eine Schrift und das müsste der dritte Ausgang sein. Auch hier sehen wir überall die Kabelschellen. Da waren natürlich mal Kabel dran. Das sieht mir fast aus wie der Entbindungsraum, aber er ist nicht weiß. Und hier haben wir noch eine alte Garderobe, Leute. Bedeutet, das wird ein anderer Raum gewesen sein. Das wird nicht für die Entbindung, sondern wahrscheinlich eher für den Bunkerwart oder so gewesen sein. Schaut mal, hier waren irgendwelche Tafeln dran, selbst die Schlagschnur. Abdrücke sind noch vorhanden und die Lampe. Absolut im perfekten Zustand, Leute. Schaut euch das an. Abwasser? Oder nee, Zuwasser, Entschuldigung, Zuwasser. Und hier werden wahrscheinlich irgendwelche Tafeln dran gewesen sein. Selbst an der Decke waren welche dran. Isolatoren war also auch beleuchtet. Zu den Aborten.
Und das ist ja wohl wunderschön, ne? So, das Verhalten des Luftschutzbunkers verlassen ist vor Entwarnung verboten. Hatten wir gerade schon die Schrift. Manchmal muss man doppelt schauen. So, Gasschleuse. Hier haben wir auch wieder diesen Signalstreifen. Hier ist es dunkel gewesen anscheinend, warum auch immer. Der Blick zurück. Hier war ein Wasseranschluss, da konnte man sich waschen, falls man vielleicht auch gebrannt hat, Verbrennung zugezogen hat, weil man wurde ja nicht sofort in das Bauwerk gelassen, weil es ja unter Überdruck stand, damit die giftigen Dämpfe und Gase nicht eindringen und die Leute hier drin erstickt sind. So, genau, das ist der Zugang von der Straßenseite. Der ist heute verschlossen, zum Glück. Das wird wahrscheinlich die Kappe gewesen sein vom Zylinder, die liegt hier drin. Genau. Also Standorte, egal wie oft ihr mich anschreibt, die werden natürlich nicht verraten, weil solche Bauwerke, Leute, hier ist nicht ein Graffiti dran, außer zwei Symbole, die heute nicht mehr aktuell sind. Und hier Schleuse. Ansonsten, das ist hier vom Vermessen höchstwahrscheinlich, aber sonst ist der Bunker wirklich einwandfrei. Hier gibt es keine Graffitis, hier gibt es keine Schmierereien. Menschen haben hier auch sich wirklich benommen, als man hier reingegangen ist. Also schon klasse. So. Für den Abwasser. Und wie ihr seht, sieht ähnlich aus wie der Gang gerade, ist aber ein Parallelstollen. Und hier ist noch ein altes Tuch. Selbst die alten Tücher, Leute, die sind ja von der damaligen Zeit. Es lohnt sich also auch da immer mal hinzugucken, wenn man sich für die Geschichte interessiert. Und wie ihr wisst, ich interessiere mich für die Geschichte, die Ideologie dahinter, die interessiert mich nicht, die gehört natürlich dazu, aber was mich interessiert und das, was ich euch hier auf meinem Kanal zeige, ist die Geschichte dahinter. Leute, eine Zeitung aus der damaligen Zeit, Nationalzeitung, weitere Sowjetangriffe, der Ostfront-Abwehrerfolg im Westen, ein Balkenkreuz. Ich muss das dunkler machen. Auch hier, das hatten wir schon. Ansturm. Schade, das ist unserer Mannschaft, dem feindlichen, vorübergehendes, erfolgreiche 1923er Jahrgang. 1945, Leute. Mittwoch, der 14. Februar 1945. Bedeutet, es ist kurz vor Kriegsende. Und ich hatte euch gerade gesagt, es macht immer Sinn, zu schauen. Hier wurde die Zeitung zum Abdichten genommen. Wir lassen die jetzt da. Wir möchten nicht, dass dieses Zeugnis der Geschichte noch weiter verfällt. Aber hier seht ihr ganz klar 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, wurden die Bombenangriffe auf die deutschen Städte natürlich intensiviert. Und dann mussten die Menschen teilweise tagelang, weil sie ja kein Zuhause mehr hatten, mussten sie unter Tage verbringen in diesem Bunker. Und wir haben Bunker gesehen, wo man hier diese Striche gemacht hat. Und wenn es 5 waren, hat man die durchgestrichen, oder 4, damit der 5. dann der Strich durch der 5. war. Steckdose, eine alte. Heute würde man wahrscheinlich sein Handy daran laden. In der damaligen Zeit hat man einfach nur gehofft, dass man überlebt. Also, wenn das Bauwerk nicht so wunderschön ist, dann könnte man sogar vergessen, welche schrecklichen Momente, welche Ängste die Menschen damals hier erleiden mussten.
ein altes Waschbecken. Und tatsächlich haben wir die Toiletten noch nicht gesehen, Leute. Wir haben Bauwerke gesehen, die ähnlich groß waren, wo alles voller Toiletten war. Aber hier kommen wir jetzt zu den Toiletten. Die Tür, und wir sehen absoluter Traumzustand. Und hier die Entlüftung, die alte Lampe. Da. Alter Bock. Hier werden die Latrinen, die Toiletten für die Männer gewesen sein. Oder vielleicht auch das Handwaschbecken. Könnte beides gewesen sein. Und hier sind die Toiletten zum Großmachen. Und das geht dann ab in die Kanalisation. Handschuh. Noch ein Handschuh. Wunderschön, oder? Keramik. Überdruck. Behälter. Hier ist sogar noch zum Abdrücken, Leute. Damit das Wasser da reguliert werden konnte. Hier hätte man den Sturz eingesetzt. Und da oben sehen wir auch noch zwei Sachen. Die habe ich gerade beim Gehen nicht gesehen. Schaut mal hier. Das sind Wasseranschlüsse. Die kommen aus der Decke. Holz. Und überall dieser Lehmboden. Ah, okay, hier haben wir ein paar Graffitis zu den Aborten wieder. Auch hier so ein Bock, der ist sicherlich Nachkriegszeit. Auch hier, das sind Handwaschbecken. Dadurch, dass wir höchstwahrscheinlich einmal die Trennung nach Damen und Herren haben, ist die Toilette der Herren, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und die Toiletten, Leute, sind sogar noch da. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Das ist ja wohl da. Und das ist, glaube ich, der Grund. Hier ist Erdreich eingesickert. Seht ihr? Und dadurch ist der ganze Lehm reingekommen. Abfluss. Könnte eine Bremsscheibe sein. Wieder hier der Abdrücker, Abzieher, Steine, Lehmboden, eine Stange und hier haben wir, also hier könnte eventuell mal ein weiterer Eingang, ein Zugang gewesen sein. Auch der ist hier abgetrennt worden, damit der Lehm nicht eindringt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Grundwasser irgendwann mal höher stand. Und dadurch das ganze Erdreich, dieser ganze Lehm hier eingedrungen ist. Balken. Einsatz für den Abfluss. Und. Na? Super, ne? Ja, Lisa gefällt es auch. Also kann man, glaube ich, nur gut finden, ne? Also schaut mal, hier sind so. Ist so ein Draht dran, der ist gebogen wie so ein Kleiderhaken. Und vielleicht hat man hier seine Habseligkeiten aufgehangen. Uppala. Das bedeutet, hier hat man gesessen im Zweifel. Man hat sich vielleicht auch seine Sitzgelegenheiten selber mitgebracht und hat dann hier an den Haken seine Habseligkeiten aufgehangen. Bedeutet, stellt euch vor, das ist. Das ist das Einzige, was ihr für Wochen, für Monate vielleicht gesehen habt. Die Leute, die neben euch sitzen, vielleicht waren sie bekannt, vielleicht war es eure Familie, vielleicht aber auch völlig Fremde. Und das Einzige, was ihr machen konntet, ist ausharren. Und wenn euer Haus, eure Bleibe oben abgefackelt ist, dann habt ihr hier Tage, vielleicht sogar Wochen verbracht, bis der Krieg zu Ende war. Und man wusste ja nicht, wann der Krieg zu Ende war. Also das möchte man sich nicht vorstellen. Und dann ist man vielleicht sogar noch krank gewesen oder verletzt. Die Schreie hier in dem Bunker, die Kinder, die gerade entbunden wurden. Also unvorstellbar, was damals hier in diesem Bauwerk
los gewesen ist. Genau. So, wir gehen weiter. Nochmal der Blick zurück. Und auch hier wieder eine wunderschöne Gestaltung der Schriften. Hier waren wir gerade schon. Das bedeutet, wir sind jetzt einmal durch. Und auch hier der Zahn, der zeigt, nagt an dem Bauwerk. Hier oben sehen wir noch ein paar Isolatoren. Das bedeutet, hier ist die Verkabelung für das Licht lang gegangen. Und da sind wir gerade hergekommen. Also ich glaube, es ist Zeit für ein kleines Resümee. Ich werde jetzt meine Crew einmal zusammenrufen und dann schauen wir mal, dass wir heute noch ein bisschen was machen. So, meine Lieben, wie hat es euch gefallen? Wie immer gut. Ja? Richtig gut. Richtig gut. Was hat dir am meisten gefallen? Die Aufschriften, Inschriften. Zell? Ja. Alles gut. Alles gut. Ja. Und er hat eine super Taschenlampe. Ja, ne? Und die auch wie immer die Inschriften, die alten Toiletten. Mhm. Habt ihr die Zeitung gesehen? Welche Zeitung? Mit dem Datum drauf von 1945. Wo? Habt ihr nicht gesehen? Nee. Hey. Habt ihr beide nicht gesehen? Wo? Dann geht mal vor. Führe uns hin. Ja, ich führe euch hin. Geht ihr vor? Rechts links. Das ist eigentlich da. Wenn man jetzt kurz was kürzer. Links. Also ich bin jetzt auch das dritte Mal hier und ich habe es auch nur gesehen, weil ein bekannter TikToker, oh, Oliver, dreh mal bitte in die Tür bitte, ob da was draufsteht. Ich glaube, du brauchst beide Hände, oder? Nee, hier steht nichts drauf. Alles klar, vielen Dank. Und hier oben, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier oben ist mir gerade gar nicht aufgefallen, da haben wir die Lufteinlässe. Aber die restlichen Lüftungsrohre, die sind komplett weg. So, mal gucken, ob wir es direkt auf Anhieb finden. Ich meine noch eine weiter, oder? Was meint ihr, Leute? Ja, da liegen sie. So, ich habe leider mein Rode-Mikrofon nicht dabei, deswegen muss ich mir ein bisschen behelfen mit dem vorhandenen Mikrofon. Nicht dein Ernst. Doch. Leuchtet mal ein bisschen weniger hell drauf. Noch ein bisschen weniger. Ja, noch ein bisschen. Ja, super. Da hast du gefunden. Crazy oder crazy? Das ist krass. Ja, ne? Das war wie in dem Ofenbunker. In welchem Ofenbunker? Ja, wo war mit den... Ja, mit den ganzen alten Öfen drinne. Und in den Räumen, die voll waren mit Relikten, mit den alten Taschenlampen, ja, mit den ganz, ganz alten Katalytofen, die ganzen Zeitungen und Getränkekarten, Speisekarten, noch mit Reismark drauf. Da müssen wir noch mal hin. Datum von 41 bis 47 stand da drauf, 57 sogar. Das war, oder die alten Bierkästen, richtig alt, selbst zusammengeschustert. Also das war schon, da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin. Ich würde auch gerne noch mal hin. Aber ihr macht auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen TikTok. Wie heißt ihr überhaupt auf TikTok? Lisa.g. 54 oder noch? Nein, ganz 92. Lisa.g. 92. Und noch 92. Ja. Nochmal. Lisa.g. 92. Okay. Cliffhanger 2.0. Alles klar. Super. So, also, von daher. Ich glaube, den Weg raus, nehmen wir euch da noch mehr mit oder machen wir das Video hier zu Ende? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall haben wir heute noch 2 bis 3 Sachen vor. Drückt uns mal die Daumen, dass die Sachen auf sind. Und ich würde sagen, wenn wir hier fertig sind, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Also dranbleiben. Mein Schatz, du bist echt verwandt. Was hat er gesagt? Mein Schatz hat es echt verlernt. Ja, ne? So, Olli, komm. Ja, bitte. Hi. Komm mit, komm, 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 komm. Das Schöne ist ja, also wir sind ja, also ihr kennt ja bestimmt so TikToker und Instagrammer, die sind so ultimativ schön angezogen.
perfekt gekleidet und drücken sich 100% aus. Das sind wir aber nicht. Wir sind absolut real und haben auch mal das eine oder andere Kilo zu viel oder sind mal dreckig oder die Haare sind nicht gemacht, völlig egal. Oder die Ausleuchtung ist miserabel. Aber ich glaube, das macht's aus, oder? Genau. Also von daher, in diesem Sinne, wir sind raus. Und vielleicht geht das Video noch weiter und wir hängen noch ein Video dran. Wenn nicht, dann lasst mir gerne ein Abo da. Macht die Glocke rot, ihr kennt das ganze Spiel. Und bis zum nächsten Mal. Ansonsten dranbleiben.